Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute geht's mal nicht um Deutschrap, aber dafür um Anime. Wie ihr wisst, bin ich ja ein richtig großer Anime-Fan und deswegen gibt's mal einen zweiten Teil davon. Den ersten Teil habe ich auch schon oben, Link ist in der Beschreibung und jetzt seht ihr ja, links ist Zoro richtig blutverschmiert und rechts ist einfach gar nichts. What the hell? Ja. Ja, und jetzt kommen wir zu anderem Teil hier. Links ist Original mit Zigarette, Sanjay, können wir schön, ja. Und jetzt, rechts davon, ist aber die amerikanische Version, haben sie es einfach ersetzt durch einen Lollipop. What the hell, warum ein Lollipop? Warum? Warum? Okay, weiter geht's. Oben links sehen wir Zoro, wie er gerade kämpft. Und rechts davon kämpft er und es ist einfach kein Blut zu sehen. What the fuck? Und hier unten rechts sehen wir auch was, ja? Ja, das ist auch richtig komisch. Da wurde einfach der Ausschnitt komplett bedeckt. Komplett. Oh Mann. Und hier links ist zu sehen, wie die zwei hier in einer Bar sind. Ja, ich vermute, das wird wahrscheinlich Bier sein. Und rechts wird es einfach vertauscht zu irgendeinem Saft oder irgendetwas. Was gar keinen Sinn macht. Weiter geht's. So, das nächste Beispiel. Links ist das Originalbild. Ja, blutverschmiert. Und rechts ist einfach gar nichts. Ja, ich versteh's komplett nicht. Ey, ohne Witz. Weiter geht's. Hier oben sehen wir einen dunkelhäutigen Menschen. Das ist die japanische Version. Und jetzt, was macht Amerika daraus? Sie macht aus dem dunkelhäutigen Menschen einfach einen hellen Menschen daraus. What the fuck? Ja. So, links davon ist die japanische Version. Wir sehen hier noch ein bisschen Blut dran. Und rechts davon würde das komplett geändert. Da ist kein Blut mehr zu sehen. Dass es schön kinderfreundlich wird. Und jetzt frage ich euch, ist Zensur bei Animes wirklich notwendig? Schreibt es mal auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, weiter geht's. So, und jetzt gehen wir mal zu einem ganz anderen Anime, nämlich zu Naruto. In der Originalfassung hat Zabuza ein Schwert in der Hand. Und rechts davon ist die deutsche Version. Ja, die deutsche Version. Und da ist gar nichts zu sehen, also kein Schwert, gar nichts. Und das ist die RTL 2 Version und die lief nachmittags im Fernsehen. What the fuck, Alter. So, und jetzt gehen wir zu Dragon Ball Z. Ja, links davon sehen wir Son Goku gegen Vegeta kämpfen. Rechts davon ebenfalls. Links sehen wir Blut. Rechts sehen wir kein Blut. Wie wenn gar kein Kampf stattfinden würde. So sieht es nämlich aus. Weiter geht's. In der japanischen Version ist ein Messer im Baum zu sehen, ja? Im rechten Teil, ja? Das ist die deutsche Version. Da ist kein Messer im Baum zu stehen. Er steht einfach in der Luft, wie wenn nichts wäre. Ah, bei dieser Zensur frage ich mich, warum. So, wir gehen wieder zu Naruto. Und diesmal sehen wir Zabuza. Ja, schön blutverschmiert, schön hingerichtet. Und was macht die Zensur? Seht's einfach selbst. Gar nichts, da ist nicht zu sehen, kein Blut, gar nichts. Das ist doch scheiße, ey. Und das ist die deutsche Version von RTL 2, die nachmittags lief. What the fuck, Alter. Jo Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt mal bei Gelegenheit mal in die Kommentare, welchen Anime ihr am liebsten anschaut. Bei mir ist es One Piece. Und auf jeden Fall über ein positives Feedback würde ich mich auch gerne freuen. Und das war's mit dem Video. Ciao! Bleibt geschmeidig!